Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf KickTV Uncut. Wir reagieren heute auf Miguel Pablo Bizido. Der hat ein Video gemacht, das Gerichtsurteil gegen Mirko. I need a Mirko. Irgendwie so, ne? Jo, Leute, was geht? Ich bin Miguel Pablo und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. 5 Jahre hat die Gerichtsverhandlung gegen Mirko gedauert und endlich gibt es ein Gerichtsurteil. Für all die, die nicht wissen, was passiert ist, mein... Ganz kurz, sorry, bisschen off-cut, also off-topic, aber ihr seht ja die Frage von Rumkin. Mit Nicht-Kuchengeschmack habe ich noch Kontakt, mit Matthew nicht. Damaliger bester Freund Mirko Rosik hat mir 47.000 Euro vom Konto geklaut mit einer gefälschten Bankbevollmächtigung. Also er ist mit einer gefälschten Bankbevollmächtigung zur Bank gegangen und hat mir 47.000 Euro geklaut. Und das alles, als ich 2017 in meiner Psychose war. Das verfolgt mich bis jetzt, dieser Verrat der Freundschaft, und es war wirklich nicht leicht, darüber hinwegzukommen. Und ich habe die Bank daraufhin angezeigt, weil sie Mirko das Geld nicht rechtens ausgezahlt hat. Und jetzt haben wir endlich ein Urteil. Bevor das Video losgeht, wollte ich noch eben sagen, dass ich suizidgefährdet bin und immer noch in einer Psychose bin. Also ich bin immer noch nicht ganz gesund. Ich bin wieder rückfällig geworden und mir geht es nicht optimal, Leute. Deswegen nimmt bitte Rücksicht auf meine Krankheit, vor allem wenn ihr mich auf der Straße seht oder so. Nimmt Rücksicht darauf, dass ich noch krank bin. Ihr könnt mich gerne ansprechen, wenn ihr mich auf der Straße seht, aber bitte bleibt ruhig. Für diejenigen, die genauer wissen wollen, was meine Krankheit ist, meine Schwester hat ein sehr, sehr krasses Video darüber gemacht. Ja, finde ich immer noch, also, super schade einfach, ne? Es ist... Wünsche ihm da auf jeden Fall halt alles Gute, dass er da wieder rauskommt, ne? Also, weiß nicht, wenn er diese ganzen psychischen Probleme nicht hätte, so, wer weiß, wo er zum Beispiel jetzt so YouTube-technisch stehen würde, ne? Es ist schon... Ja, ist halt nicht der Einzige, ne? Aber es ist ja immer noch mal was anderes, wenn du es halt dann so richtig mitbekommst, sag ich mal, ne? Also ich hoffe auf jeden Fall, dass er da halt, ja, was heißt wieder rauskommt, ne? Ganz heilen kannst du es ja nicht, ne? Aber so, dass er halt wieder damit klar wird, ne? Dass er halt nicht mehr diese Suizidgedanken und sowas hat. Wo sie darüber aufklärt. Ich kann euch das kurz zusammenfassen. Ich fühle mich vom Teufel verfolgt. Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Nicht die ganze Zeit, aber so 2-3 Stunden am Tag geht es mir echt dreckig. Und ich habe einfach mega Angst. Aber das hält mich nicht ab, dieses Video für euch zu drehen, denn ihr habt so lange, ne, darauf gewartet. Aber ich finde, man kann sich sowas auch immer gar nicht vorstellen, oder? So, weiß nicht, wie ist das halt wirklich so... Er hat, glaube ich, Schizophrenie oder so. Halt wirklich, dass du so Stimmen in deinem Kopf hörst und so. Und das ist, Digga, so, hä? Ein Gerichtsurteil zu haben, und hier bekommt ihr das Gerichtsurteil. Vorab wollte ich mich vor allem bei ABK und John Broke bedanken und jeden, der öffentlich zu mir gestanden hat während dieser schweren Psychose. Erst macht er ein Video über Miguel Pablo, erzählt über eine gewisse Thematik und versucht mich auch noch in die ganze Sache mit reinzuziehen. Ich habe dazu und werde auch erstmal nichts weiteres dazu öffentlich sagen, weil ich es nicht wie KuchenTV nötig habe, einen Suizidgefährdeten... Ja, da merkt man wieder, dass da ABK anscheinend seine Finger im Spiel hatte, dass der unbedingt nochmal einen Front gegen KuchenTV in dieses Video reinmachen musste. Feiere ich auf jeden Fall. Menschen zu nehmen, ihn einfach dick und fett in seinen Titel zu schreiben. Yep, davon weiß ich auch privat. Ich wünsche Miguel Pablo alles Gute, Digga. Also wir haben unmögliche Dinge erlebt und es ist so hart zu sehen, was alle YouTuber da meinen, irgendwelche Meinungen zu haben über eine Erkrankung, die nicht mehr akzeptiert ist in unserer Welt. Jeder redet über Depression, jeder sagt so, ja, Mental Health, Mental Matters, Mental was auch immer, ja. Es gibt Leute, ja, sowieso Heuchler. Die sitzen da, sagen, ich habe ein Burnout und Depression wegen YouTube-Videos. Aber wenn ein Miguel etwas macht, ne, unter einem labilen Zustand oder in einem labilen Zustand, dann sagen die Leute, ja, ekelhaft, und beleidigen ihn auch noch. Dumm, Und danke auch für alle eure lieben Nachrichten auf Instagram. Und checkt unbedingt den Kanal von meiner Schwester. Alles war ABK, nicht deine Unsensibilität. Bruder, er hat jetzt extra ein Part reingemacht, der halt ganz klar gegen mich ist, wo ABK gegen mich frontet, obwohl ich selber in diesen Cake News auch Miguel Pablo verteidigt habe. Ja, okay, er stand halt in den Titel, vor allem ABK sagt ja auch groß, aber natürlich macht man so Schlagwörter groß, das mache ich in jedem Titel, das hat nichts mit Miguel Pablo zu tun. So, habe ganz normal darüber berichtet und habe sogar selber Nick und so weiter halt dafür kritisiert, dass die, ja, sehr krasse Tweets gegen Miguel rausgehauen haben, weil ich selber gesagt habe, so, jo, der Typ ist halt krank. So, das heißt, wenn Miguel Pablo das wahrscheinlich alleine gemacht hätte oder wenn er da vernünftig drauf geschaut hätte, hätte er wahrscheinlich eher gesagt, ja, okay, KuchenTV hat mich ja auch verteidigt, weil ich halt sonst nur drüber berichtet habe. Ich habe ja nicht gesagt, ja, weiß nicht, sperrt den weg oder whatever. Ich habe ja gesagt, ey, der braucht einfach Hilfe so, hört auf da. Ich weiß gar nicht, was Nick da gepostet hat, irgendwas richtig Schlimmes. Ich weiß gar nicht. Ah ja, der hat irgendwie gesagt, ja, jetzt ist es noch eine Katze oder so, aber wer weiß, vielleicht tötet der mal einen Menschen. So, quasi so, ne, nicht 1:1 wiedergegeben, aber ungefähr so.
Das ist schon hart, ne, sowas einfach zu droppen. Es geht auch meiner Meinung nach nicht, auch immer noch nicht. Ich verlinke ihn euch oben in der Beschreibung. Sie wird zukünftig noch mehr über Psychosen aufklären und über Schizophrenie. Ich habe während meiner Psychose viele dumme Sachen gemacht und darunter auch 120 Millionen Klicks von diesem Kanal gelöscht. Darunter die besten Vlogs, wie zum Beispiel meine Fantreff-Videos oder die Verlosung, wie ich zu euch gefahren bin und euch das neueste iPhone und die neueste PS4 geschenkt habe. Diese Vlogs sind leider gelöscht, weil ich in meiner Psychose dachte, ich müsste die Videos löschen und in meinen Krankheits habe ich 120 Millionen Klicks von diesem Kanal gelöscht. Deswegen fielen sehr viele Videos. Viele haben gefragt, Miguel, wo sind die Videos? Wo ist das legendäre Wasserrutsch-Video mit 4 Millionen Klicks? Wo ist die Fußball-Challenge mit Benjamin mit 3 Millionen Klicks? Ich habe diese Videos alle gelöscht, als ich krank war, Leute. Fragt mich nicht, warum. Ich habe dafür keinen Grund. Ich war in meiner Psychose und habe sehr viele dumme Sachen gemacht. So, Leute, ich habe jetzt eine Lösung für dieses Problem. Und zwar habe ich einen Zweitkanal aufgemacht, der heißt... Sehr schade auf jeden Fall, Safe. Also ich kenne das mit dem... Ich kenne das zumindest mit dem Löschen von Videos halt selber. Also ich persönlich kann euch auch nicht den Tipp geben, egal wie cringe ihr eure jetzigen, also bei ihm ist natürlich nochmal was anderes, aber so als Tipp an euch, egal wie peinlich ihr irgendwelche Videos von euch findet oder so, stellt ihr auf privat, glaubt mir. In Jahren werdet ihr da vielleicht nochmal reingucken und dann werdet euch so denken, boah, gut, dass ich das nicht gelöscht habe. Also ich selber habe auch voll viele uralte Videos von mir halt gelöscht, die für immer weg sind, wo ich jetzt heute sagen würde, Alter, die sind einfach nur unfassbar lustig. Bei Miguel ist natürlich was anderes so, ne, der war halt in der Psychose, ne, der hätte das ja auch sonst nicht gelöscht. Na, es ist halt immer sehr schade, ne, wenn die Videos dann wirklich für immer weg sind, aber anscheinend hat er die jetzt doch gerettet oder so. Das ist Miguel Pablo Extra und auf dem werde ich jeden Abend um 20 Uhr ein altes Miguel Pablo Video hochladen. Ja, okay, super. Also hat er doch noch. Auf jeden Fall den ersten Link. Das ist gut, ich habe meine Videos nicht mehr auf der Platte, ne, wenn mein Kanal jetzt weg ist. Alle Videos sind auch weg. In der Beschreibung ab und abonniert meinen neuen Kanal, damit ihr kein Miguel Pablo Video mehr verpasst. Ihr wisst Bescheid. Und wie gesagt, diese Psychose ist noch aktiv. Ich bin noch nicht ganz gesund, aber ich bin auf dem besten Weg, Leute. Deswegen macht euch keine Sorgen. Gesundheitlich geht's mir immer besser. Wegen meiner Krankheit habe ich jetzt auch eine lange YouTube-Pause gemacht und ich werde auch zukünftig eine lange YouTube-Pause machen. Das Video ist nur ein kleines Update für euch, damit ihr wisst, was abgeht in meinem Leben, weil YouTube nie aus meinem Herzen verschwinden wird. Ich mache YouTube jetzt nur noch aus Spaß und nicht mehr hauptberuflich. Es war immer mein Traumberuf, YouTuber zu werden, als ich ein kleiner Junge war. Und als ich mir diesen Traumberuf erfüllt habe, habe ich viele dumme Sachen gemacht, einfach nur, um im Gespräch zu bleiben und weiterhin Klicks zu machen, was sehr falsch von mir war. Und dieser Beruf hat mich krank gemacht, immer dieses Verlangen nach noch mehr Klicks und immer im Gespräch zu bleiben und ich wurde einfach immer noch kränker und deswegen will ich auch eine YouTube-Pause einlegen und werde YouTube nicht mehr aktiv machen, weil es mich einfach krank macht. Dieser Beruf macht mich krank und ich bin nicht gedacht dafür, YouTuber zu sein. Dennoch danke jedem, der bis jetzt an meiner Seite stand und ihr seid auf jeden Fall in meinem Herzen. Die ganze MP-Army. Die meisten haben angefangen mit 13, 14 meine Videos. Ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass er das jetzt selber so sieht, ne, safe. Ja, kann ihn da auf jeden Fall verstehen. Ich glaube, gerade wenn du so Vorerkrankungen hast, ne, also er hat das ja nicht erst bekommen, sondern er hat das ja vorher schon gehabt, hat halt, ja, wie sagt man, so eine Phase, sage ich mal, dann einfach nicht gehabt, wo das jetzt so nach außen gedrungen ist. Weiß nicht, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, ihr wisst halt, was ich meine. Aber finde ich schon krass, ne, dass er sich das dann auch selber wirklich so klar gemacht hat, ne, dass so diese, dieses ganze YouTube-Ding und so, man muss ja wirklich sagen, das war genauso, wie er sagt, so 2016, 2017 rum, ne, ist halt sehr krass gewesen auch bei ihm, ne, immer wieder Skandale gehabt, ne, immer wieder auch abgegangen und so weiter, ne, finde ich sehr stark auf jeden Fall, dass er sich das auch selber einsieht und selber halt weiß, dass das, was er da gemacht hat, halt nicht korrekt war und dass er das jetzt eher so als Hobby sieht, wo dann mal unregelmäßig Videos kommen, finde ich sehr stark. Zu schauen und sind jetzt selber 18 und volljährig und das finde ich einfach nur krass, wenn ich euch auf der Straße sehe und ihr einfach schon so Bart habt und so und zu mir kommt, finde ich krass, weil damals wart ihr alle so jung und ich war selbst noch ein kleiner Pisser und jetzt sind wir alle zusammengewachsen. Hiermit kündige ich auf jeden Fall eine YouTube-Pause an. Und ich werde YouTube jetzt nur noch aus Spaß machen. Nebenbei werde ich eine Ausbildung als Krankenpfleger anfangen, weil ich einfach Bock habe, diesen Beruf zu machen. Ja, meine Schwester... Aber hat er nicht mal gesagt, er studiert oder so? Ist auch Krankenpflegerin. Und ich möchte für die psychisch kranken Leute da sein. Ich werde eine Ausbildung in der Psychiatrie machen, weil ich selbst weiß, wie sich das anfühlt, in einer Psychose zu sein oder eine Schizophrenie zu haben. Ich habe bis jetzt, wie viele von euch wissen, nebenbei studiert. Aber ich werde demnächst auf jeden Fall die Ausbildung durchziehen. So, kommen wir endlich zum Gerichtsurteil. Und ja, Leute, das Gerichtsurteil ist positiv ausgegangen. Ich habe gegen die Bank gewonnen. Wie es dazu gekommen ist, Mirko hat 47.000 Euro von der Bank geklaut. Er ist mit einer
deutschen Bankbevollmächtigung an Schalter gegangen, hat gesagt, gib mir 30.000 Euro in bar, gib mir 10.000 Euro in bar, gib mir 7.000 Euro in bar an drei verschiedenen Tagen. Und er hat all das Geld ausgezahlt bekommen von der Bank, was ein Riesenfehler von der Bank war. Und daraufhin haben mein Vater und ich die Bank angezeigt, weil sie Mirko das Geld ausgezahlt hat und weil Mirko das Geld nicht mehr hatte. Hätte ich Mirko angezeigt, dann hätte ich nichts von ihm bekommen, weil er das Geld nicht mehr hatte. Die Bankbevollmächtigung war laut meiner Aussage gefälscht, die Unterschrift war nicht von mir. Das wurde auch nochmal von jemandem, der Unterschriften prüft, überprüft. Und leider hatte die Bank nur eine Kopie von der Bankbevollmächtigung, was auch schon voll komisch ist. Sie haben nicht mal das Original vorliegen, sondern nur eine Kopie. Und übrigens stimmt das Datum von der Bankbevollmächtigung auch nicht. Das Datum war vom September und Mirko hat das Geld im Juni abgehoben. Also das Datum war schon mal falsch. Geil. Die Unterschrift war nicht von mir. Es war von vorne bis hinten einfach ein falsches Spiel von Mirko. So, wie ist die Gerichtsverhandlung jetzt ausgegangen? Also ich kriege ein Drittel von dem Geld von der Bank wieder. 15.000 Euro kriege ich von der Bank als Ausgleich wieder. Beziehungsweise als Vergleich, sagt man. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum kriege ich nur 15.000 Euro wieder und nicht die ganzen 47.000? Das liegt daran, dass mein Vater einen Vertrag mit Mirko abgeschlossen hat, der besagt, dass Mirko mir die 47.000 Euro zurückzahlt, weil er privat irgendwas von Mirko haben wollte, wo Mirko zugibt, dass er das Geld genommen hat. Und durch diesen Vertrag hätte Mirko von mir aus die Erlaubnis gehabt, das Geld zu nehmen. Daher kriege ich nur ein Drittel von dem Geld, was Mirko mir schuldet, von der Bank erstattet. Aber Mirko wurde jetzt von mir wegen den restlichen 30.000 Euro angezeigt, auch wenn er das Geld vermutlich nicht mehr hat. Er wird dafür aufkommen müssen. Und die Anzeige gegen Mirko läuft jetzt wegen den restlichen 30.000 Euro. Ja, ist aber gut, ist genau richtig. Also habe ich ja auch schon gesagt, ne, wenn Mirko das Geld halt nicht zahlen kann, dann muss er wahrscheinlich eine einstattliche Versicherung abgeben. Dann hat er in der Schufa stehen, dass er verschuldet ist. Das heißt, er wird richtig schwierig nur noch Mietvertrag bekommen, nur noch richtig schwierig Internetverträge. Bei mir war das zum Beispiel auch so. Ich hatte ja mal dieses Geistheiler-Ding und das, da hatte ich auch eine einstattliche Versicherung abgegeben. Ne? Das war so 2011, 2012, keine Ahnung, irgendwo da. Und ich habe halt auch nie mich drum gekümmert, dass das mal irgendwie gelöscht wird oder so. Das war schon lange bezahlt. Und dann wollte ich auch Internet halt anschließen, also ne, bei der Telekom ganz normal. Und die meinten so, ich muss 300 Euro hinterlegen, plus halt die Vertragskosten damals, weil die gesagt haben, dass ich halt was in der Schufa habe, so als Sicherheit für die, ne? Und ja, das kann schon sehr teuer werden, ne? Und kann dich auch wirklich sehr hart belasten. Also Mirko hat ja sogar, ich weiß gar nicht, wann haben wir denn Videos von dem geguckt, vor einem halben Jahr oder so, da hat er auch schon sehr, sehr, ja, niedrige Klicks gehabt, sah jetzt nicht so aus, als ob der jetzt wirklich viel im Leben hat. Also jetzt, dass er halt seine Reichweite behalten hat, ne, dass er irgendwie krass angelegt hat oder sowas. Ja, mal gucken, Digga, ne, 30.000 Euro Schulden, wenn das denn so durchgeht, plus eventuell sogar noch die Anwaltskosten und so. Ja, mal schauen. Und das war's auch schon mit dem ganzen Video. Also zusammenfassend können wir sagen, ich habe 15.000 Euro von der Bank zurückbekommen und Mirko wird angezeigt wegen den restlichen 30.000 Euro, die er mir noch schuldet. Wer bis jetzt das Video geguckt hat, schreibt in die Kommentare Hashtag Payback for Miguel. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich wieder ganz gesund bin. Und bleibt auf jeden Fall gesund. Passt auf euch auf, Leute. Achtet auf euren Körper. Und ich liebe euch wirklich. Ihr seid die letzten Jahre alles für mich gewesen. Ihr wart immer für mich da. Und wir sind eine Familie, Leute. Ja, gutes Video auf jeden Fall. Finde ich nice, dass er da gewonnen hat. War wahrscheinlich aber auch klar, ne, wenn das halt offensichtlich gefaked ist. Ja, halt, ne, 15k, ja, er kriegt halt jetzt restliche Geld wahrscheinlich erstmal nicht von, von Mirko wieder, aber theoretisch kriegt er wahrscheinlich einen Titel oder so. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, was dabei rumkommt. Finde ich aber nice, dass er zumindest mal einen Teil wieder kriegt. Und ja, bin da gespannt, was da in Zukunft passiert.